Und der Abgeordnete Haubner von der ÖVP ist jetzt am Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Stöger, also ich weise auf das Entschiedenste zurück, dass wir die Rechtsstaatlichkeit nicht einhalten. Und ich ersuche Sie auch, weil der Kollege Schieder hat ja gemeint, man sollte das jetzt sachlich behandeln, dass Sie das zurücknehmen. Wir haben mehrere Varianten angeboten, wie wir zu einer Begutachtung kommen können. Und ich möchte schon noch auch in der Sache anmerken, und lieber Beppo, du weißt es, die Basis für dieses Papier ist die Sozialpartnereinigung, die ihr dann auf einmal verlassen habt. Und das ist ja die Tatsache. Wir hätten das ja alles schon machen können, wenn ihr nicht damals aufgestanden wärt und den Tisch verlassen hättet. Das möchte ich auch einmal ganz klar festhalten. Und eines, weil ihr immer nur sprecht, Wirtschaft ist Unternehmer. Wirtschaft ist Unternehmer und Arbeitnehmer gemeinsam. Und wir wollen einfach Regeln schaffen. Wir wollen einfach klare Regeln schaffen, die es den Unternehmern und den Arbeitnehmern ermöglichen, auf einer gesetzlichen Basis Leistungen zu erbringen, die wir einfach brauchen. Für beide im Sinne eines gemeinsamen Ganzen. Und deshalb sage ich noch einmal, Wirtschaft sind Unternehmer und Arbeitnehmer gemeinsam und unteilbar miteinander verbunden. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Peter Haubner von der ÖVP.